1899 macht sich Richard Wilhelm als junger Missionar auf den Weg nach China. In seinem ganzen Leben tauft er keinen einzigen Chinesen. Weit hinaus wollte ich. Ins Leben hinaus. Fort aus der Enge, wo alles so fest und gewöhnlich war. Und ich begann mich zu wundern über diesen Planeten, den wir Erde nennen. Und die großen Rätselfragen des Daseins. Warum das alles so ist? Richard Wilhelm war mein Großvater. Er starb über 20 Jahre vor meiner Geburt. In meinem Elternhaus standen seine Bücher. Als in der Urzeit Bao Xi die Welt beherrschte, da blickte er empor und betrachtete die Bilder am Himmel. Er blickte nieder und betrachtete die Formen auf Erden. Unmittelbar ging er von sich selbst aus. Mittelbar ging er von den Dingen aus. Bao Xi, sometimes also pronounced Fuxi, was a completely mythological figure. But he was a figure that has had and does have a great deal of strength in traditional Chinese mythology. He was known for a number of things, but one of the most important was to invent the 8 trigrams. And the idea was indeed that he looked up in the heavens and saw these kinds of configurations, looked down on the earth and saw these kinds of patterns, and then from them extrapolated, you might say, into this system of these 8 trigrams that represent these qualities and powers of things like heaven and earth and fire and water and thunder and so forth. And so this is a way, I think, of describing the process by which, in a very comprehensive way, he managed to reduce all of the myriad phenomena in the skies and on the earth into these paradigms, these paradigmatic structures or symbols. So the eight trigrams then represent fundamental situations and forces and configurations. So the best way to think about them is that they are out there in the cosmos, unseen, but exerting influence. Von Seiten des Missionsvereins in Deutschland tauchen bald ernsthafte Fragen auf. Der Missionsverein verlangt Gemeindegründung unter den Chinesen. Aber Richard Wilhelm lehnt es ab, Chinesen zu taufen. So wie die Lage der Dinge gegenwärtig ist, scheint es mir geboten, vom Zusammentaufen einer Gemeinde abzusehen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir Unterschiede machen zwischen Christen und Heiden, so werden sich die Heuchler herandrängen und ehrliche Herzen sich abgestoßen fühlen. So habe ich denn niemand in China getauft. Es schien mir richtiger, mich auf das einfache Leben nach christlichen Grundsätzen zu beschränken, durch Schule und Hospital zu wirken, mit den Menschen zusammenzuleben und ihnen innerlich nahe zu kommen. Die Lichen-Schule wird am 20. Juni 1901 eingeweiht. Unter Richard Wilhelms Leitung unterrichten auch chinesische Lehrer, die teils westlich ausgebildet waren.